Heute früh hat mich erstmal eine Meldung erreicht, die war gar nicht so schön. Der Norbert musste gesundheitstechnisch heute ausfallen. Nichts Lebensbedrohliches. Servus und herzlich willkommen zum neuen Sonntagsvideo. Ja, der neue Vlog startet dort, wo der alte aufgehört hat, am Dienstagabend. Jetzt nach Feierabend und klein ins Bett bringen, starte ich nochmal den Streier. Denn ich habe noch ein paar Aufräumarbeiten zu machen, die, Schande über mir, liegen geblieben sind. Ja, und zwar unten beim Jungvieh stand hier im Winter die Raufe auf so einem kleinen Feldwegstück zwischen den Feldstücken. Und ja, dort ist natürlich Haufen Futterrest festgetreten. Und damit man die Fläche beim Mähen mit dem Mist drin hat, muss ich jetzt noch mit der Frontladerschaufel runter und da einmal diesen ganzen Mist wegziehen. Das sind so, ja, so 10 Quadratmeter. Und das ist mit einer Stärke von 30 cm, so eine kleine Mistmatratze drauf. Die räume ich jetzt mal schnell mit der Schaufel weg, um sie dann nochmal mit Samen zu versorgen, die Stelle, damit es jetzt muss ein bisschen so ja, regnerisch ausschaut. Vielleicht kommt was, vielleicht kommt nichts. Wir schauen mal, damit sie jetzt dann aufgehen kann und zum Schnittzeitpunkt dann auch wieder voll bedeckt ist mit Gras. Dazu nehmen wir ein bisschen Blähgras-Saatgut und streuen es dann nochmal nach. Aber jetzt, wie gesagt, müssen wir erstmal die alte kleine Mistmatratze da wegziehen. Und dafür fahre ich im Steier mal kurz runter. So, jetzt habe ich da unten diese Mistmatratze auf den Haufen geschoben. Die fahre ich jetzt dann die nächsten Tage, wahrscheinlich morgen. Morgen habe ich abends eine Stunde Zeit, fahre ich sie mit auf den Misthaufen und dann ist gut. Morgen früh schmeiße ich noch ein frisches Saatgut drauf und dann ist es Gott sei Dank auch erledigt. Ja, warum man sowas nicht immer gleich macht, ja, diesmal ganz klar erklärt, Zeitmangel. Jetzt habe ich im letzten Video gezeigt, dass wir einen Defekt hatten, zwei Defekte, das heißt Reifenrad von Manitou, ist zum Glück mit dem neuen Schlauch wieder behoben gewesen und das Mähwerk, das werden wir wahrscheinlich schweißen, hat es aber ausgeschaut, als wäre bei einer Seite keine Schweißen dran gewesen. Gut, jetzt ist es kaputt, wir mal gucken. Jetzt habe ich aber den nächsten Defekt und der ist bei mir am Steier. Ich habe gerade gesehen, dass wir immer die Walze hatten. Scheinbar oben aus dieser Federhalterung der Oberlenker raus ist. Und wie man so schön sieht, der lag dann da unten und ist dann beim ums Eck fahren von der Walze etwas gedrückt worden. Also, man kann ihn zwar noch etwas verwenden, aber da muss demnächst dann nochmal eine neue Oberlenker her. Wobei ich am überlegen bin, ob ich da nicht gleich sowieso einen hydraulischen einbaue. Was aber wenig Sinn macht, weil ich keine Bedieneinheiten vom Kotflügel habe. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Wie einen einfachen Kategorie 2-2, also oben 2, unten 2, oder einen kleinen hydraulischen, den ich aber von außen dann nicht bedienen kann. Also ich denke, es wird wieder einfacher werden. War bloß immer so Gedankengang. Vielleicht fällt euch ja was ein, wie man das trotzdem draußen nutzen kann. So, Feierabend. So, jetzt wollte ich mich auch mal kurz am Mittwoch melden. Heute Mittwoch ist traditionell immer so mein freier Tag. Da findet der Versand statt. Den habe ich heute früh durchgezogen. Aber heute früh hat mich erstmal eine Meldung erreicht. Die war gar nicht so schön. Der Norbert musste gesundheitstechnisch heute ausfallen. Nichts Lebensbedrohliches, aber ja, so, dass er heute ausgefallen ist. Deswegen habe ich heute ganz spontan Schrenkersberg so das Grobe noch geregelt. Soweit alles gut. Und jetzt habe ich in Pullendorf nochmal den Acker nachbereitet. Was ich jetzt noch mache, ist die kleine Herde unten noch füttern mit einem Siloballen. Und dann habe ich mal wieder Rezepte ausprobiert. Das konnte ich mir heute überhaupt nicht nehmen lassen. Das war heute so auf dem Plan gestanden. Ich habe wieder Burger Buns, also Burgerbrötle gebacken. Heute gibt's welche mit Rucola und Schwarzkümmel. Bin ich sehr gespannt drauf.
heute aus, ich, mir heute aus völlig anderem. Und dazu gibt's dann auf der Platte leckere Burger vom schottischen Hochlandrind. Die habe ich ja TK da. Die werden wir jetzt auch versenden, sobald die Verpackungen da sind, die ich dafür brauche. Für TK-Ware brauchen wir Spezialverpackung. Aber da gebe ich euch nochmal Bescheid. Da gibt's dann fertige Burger-Patties vom schottischen Hochlandrind. Jo, einmal kurz für euch die leckeren Brötchen. Also das ist, wie man so sieht, innen mit Rucola und Schwarzkümmel. Was allerdings passiert, wenn man Rucola verwendet, ist, dass das irgendwie die Hefe killt. Also sie gehen nicht so auf wie sonst, sind eher mehr so fladenbrotartig. Aber das sagt ja noch nichts über den Geschmack aus. Also fluffig sind sie auf jeden Fall. Jo. Die werden jetzt nochmal auf der Feuerplatte hart mit Kräuterbutter schnell angebacken. Dann kann sich das Brötchen dann mit Soße vollsaugen, bleibt stabiler. Und wir haben noch ein paar Röstaromen im Brot. Freitag, wir haben eine wunderbar sonnige Woche. Jetzt kommt der Landwirt wieder mit durch, wo ich sage, ein bisschen Niederschlag wäre vielleicht nicht verkehrt. Es gibt ja immer was zu meckern. Nee, passt heute, alles sonnig. Was gibt's Neues? Jo, gestern war ein Tag, an dem es komplett um die Wurst ging. Ich habe bis spät abends Würste gemacht, die wir jetzt auch im Online-Shop haben. Das heißt, wir haben wieder die mediterrane Rindsalami, wir haben Knoblauchseufzer, Chili-Peitschen, Pfefferbeißer und ich habe was ganz Besonderes noch gemacht. Und zwar vom schottischen Hochlandrind Pfefferbeißer mit bitterer Schokolade. Klingt total abgefahren, ist aber geil. Korrespondiert super mit dem Paprika und mit dem Chili, das da in der Wurst drin ist. Und da ist eine ganz hochwertige, dunkle, bittere Schokolade drin. Das ist hervorragend. Also die könnt ihr bestellen. Wie immer, Mittwoch, Versandtag. Außer es ist Feiertag nächste Woche, dann müssen wir da umstellen. Aber da bin ich jetzt gerade selber überfragt. Ich habe noch nicht in den Kalender geschaut. Ja, auf jeden Fall war gestern der ganze Tag davon geprägt, 120 Kilo Wurst zu machen. Der gute Norbert ist wieder daheim, auf dem Weg der Besserung. War jetzt, wie gesagt, nichts Schlimmes, aber oh, man muss trotzdem mal nachgucken lassen. Ne? Vorsicht ist besser als Nachsicht. Was ist heute? Heute ist Räuchern angesagt. Die ganze Wurstware kommt heute in den Räucherschrank. Und noch diverse andere Kleinigkeiten. Zwischendrin bin ich mal auf einem, ich bringe meinen Papa in den Kindergartentag mit. Das heißt, ich muss dann auch nochmal weg aus Schenkersberg. Und ich plane, oder wir planen, dass wir jetzt die nächsten Tage irgendwann mal zwei Zebu-Damen noch einfangen, die da so einsam oder allein auf einer Weide stehen. Und die zu der anderen Herde hinzufügen. Und dann ist da nämlich eine Weidefläche frei, auf die fünf junge Highlander-Damen kommen. Schön wäre es, wenn wir das bis Mittwoch schaffen würden. Dann kann ich nämlich Mittwoch mit den Highlander-Damen umziehen. Aber ja, wir haben den Terminplan pickepacke voll und können aktuell eigentlich immer bloß so ungefähre Einschätzungen abgeben, wann wir irgendwas schaffen wollen. Jo. Wir haben den kleinen Hang dazu, unseren Terminplan leicht zu überfrachten. Ja, so ist der Plan. Dann fangen wir quasi mit dem ersten kleinen Konvoi an und ziehen damit nach Schenkersberg, also von tierischen Seite her. Weil die Frage doch immer wieder kommt, wann zieht er denn jetzt um? Ja, wir haben bis Jahresende uns mit dem jetzigen Vermieter und Verpächter abgesprochen gehabt, also haben wir so lange Zeit. Und natürlich können wir erst umziehen, wenn wir dementsprechend eine Wohnmöglichkeit für uns haben. Denn im Zelt oder Wohnwagen wäre jetzt wirklich echt nur eine absolute Notlösung. Das ist irgendwie nicht so geil mit Kind und Kegel so dauernd zu kämpfen. Gerade dann, wenn es kalt wird im Herbst. Ja, deswegen gucken wir da noch. Aber wie immer, ihr werdet informiert, ich sag Bescheid. Ich halte euch auf dem Laufenden, was es denn so Neues gibt in der Hinsicht. Und aktuell können wir schon mal sagen, dass wir jetzt mit den Tieren anfangen. Was
wir jetzt nächste Woche auch noch dringend machen müssen, ist die ganzen Zäune wieder frei mähen, sowohl in Schrenkersberg als auch in Pullendorf. Es ist ja krass, wie die zugewuchert sind und das zieht natürlich den Strom ab. Ne? Also wir haben dann irgendwann bloß noch ganz, ganz wenig Spannung drauf und das ist ja der Sinn und Zweck der Übung, denn wir brauchen eine gewisse Hütesicherheit. Also heißt es dann 15 Kilometer, also 14 in Schrenkersberg und ja, 1,5-2 Kilometer, in, also 16 Kilometer in Pullendorf freimähen. Das Ganze wieder händisch. Unsere Hutung im Wald müssen wir auch noch einzäunen. Also an alle, die sich gemeldet haben, zwecks dem Helfertermin. Das ist nicht vergessen worden, auf keinen Fall. Bloß aktuell wissen wir nicht, wann wir es unterbringen können. Aber sobald wir da irgendwie Datum in Aussicht haben, schreibe ich eine Rundmail an alle, die sich gemeldet haben. Und dann werden wir das koordinieren dementsprechend. An alle, die nicht wissen, von was spricht der Hauer jetzt wieder. Wir haben ein kleines Projekt vor, das ist so ein kleines Waldstück, das wurde gerodet, das war früher schon mal landwirtschaftliche Fläche und das werden wir quasi als Hutewaldprojekt benutzen. Das heißt, wir stellen eine kleine Gruppe Hochlandrinder rein, machen das Ganze wieder urbar und die Hochlandrinder sind ja top Landschaftsgärtner. Dazu braucht es aber dann auch einen Zaun, dass die nur dort bleiben, wo sie stehen sollen. Und damit wir das gewuppt kriegen in kürzerer Zeit, braucht es etwas mehr Manpower. Deswegen habe ich in einem vergangenen Video mal aufgerufen gehabt, ob wir denn nicht irgendwie Leute akquirieren können, die mal Bock haben, hier in der Fränkischen Urlaub zu machen, sich hier mal für 2 Tage oder so 3 Tage fürs Wochenende mal hier irgendwo einzumieten oder vielleicht sogar aus der Nähe kommen und Bock haben, mit uns die Schneise da zu schlagen und den Zaun aufzustellen. Wer da jetzt als Nachzügler sich nochmal gerne melden möchte, unten in der Videobeschreibung findet ihr die E-Mail-Adresse. Schreibt einfach eine E-Mail, meldet euch einfach bei uns auf Instagram, wir schreiben zurück. Und wie gesagt, wenn wir einen Termin haben, dann koordinieren wir das dementsprechend. Und vielleicht kriegen wir eine Handvoll Leute zusammen. Wir haben eine starke Community. Und ja, dann gibt es natürlich auch leibliches Wohl, Verpflegung, ohne Mampf, kein Kampf, ne? So. Ich bin jetzt gleich Schrenkersberg. Ich hau mir jetzt die ganze Wurstware in den Räucherschrank und melde mich später wieder. Ja, hallo. Heute bin ich ja selbst unterwegs zum Rundwaldpressen für andere Kollegen. Ich will nur ein bisschen aushelfen, dass sie auch ihr Silo fertig bringen. Selbst bin ich komplett fertig mit dem ersten Schnitt. Alles schon heim und eingelagert. Ja, von der Menge und von der Qualität sind wir heuer, glaube ich, gut davon gekommen. Es passt wieder, wir haben wieder ein bisschen mehr machen können wie letztes Jahr. Ja, die Temperaturen gehen jetzt hoch. Regen ist auch schon, kriegen wir keinen mehr. Damit werden wir uns wahrscheinlich dann auch die nächsten Tage über die ersten Heuflächen machen. Auch wieder gutes Heu zusammenbringen. Ja, aber jetzt muss ich erst mal zu einem anderen Kollegen wegfahren. Denen will ich aushelfen noch. Ja, teilweise bringen es die Leute nicht mehr ins Fahrsilo rein. Und dann die Restflächen dann so rundweit gepresst und eingewickelt. Das ist auch immer eine schöne Sache, dort man wächst irgendwas zu nebenbei zu füttern. Ja, das ist heute so die Aufgabe. Schauen wir, dass alles klappt. Heute früh haben wir den ganzen Morgen nur gebraucht, um das Mähwerk auseinanderzulegen. Es hat sich geweigert, auseinanderzugehen. Ja, jetzt wird das noch repariert. Wenn es wieder funktioniert alles, dann werden wir mit dem Heumähen wahrscheinlich anfangen. Mal schauen, ob es heute oder morgen noch. Ja, die Technik ist halt immer mal anfällig, dass auch mal was passieren kann zwischendurch. Und mit muss man immer rechnen. Solange man es immer noch reparieren kann, ja, ist immer noch gut, dass man Leute hat, die einem dabei helfen. Denn alleine bringt man sowas eigentlich gar nicht auseinander. Das war schwerste Arbeit, schwere Geräte und Schneidbrenner und. Denkt man, muss es ganz einfach nur Sprint raus und rausziehen. Ja, manchmal weigert sich es halt einfach. Ja, aber geschafft haben wir es. Das ist die Hauptsache. Ja, bei den ersten Flächen angekommen zum Pressen. Das sind halt meistens so Restflächen.
arbeiten kann. Die Rundballpresse ist halt kein Fetthäcksler. Die hat trotzdem ganz andere Pickup drin, ein ganz anderes Schneidwerk. Konnte mit der Leistung einen Fetthäcksler nicht mithalten. Dafür ist die Maschine auch nicht gedacht. Das Futter ist heute super angewelkt. Lässt sich auch schön schneiden. Störungsfrei arbeiten können. Der Wickler ist auch schon da, macht auch schon seine Arbeit. Kann man vielleicht heute auch mal zeigen, wie das funktioniert mit Wickeln. Wenn er auch noch in der Nähe ist. Weil ich ziemlich viel Stroh brauche. Wir machen momentan auch sehr viel
kein Stroh, aber das eigene Stroh, wo ich presse. Die letzten Jahre mit der Trockenheit sehr brüchige Stroh, kurze Stroh. Ja, da kommen dann die mit ihren Stärken, mit den Pendeln schon wesentlich besser ran. Schlechte Wege zu fahren, enge Wege. Sehr vorsichtig sein und nichts mit der Presse kaputt machen. Die meisten Wege sind halt noch für kleine Schlepper und kleine Maschinen ausgelegt. Und sobald man da mit einer breiteren Presse oder mit einem breiteren Schlepper kommt, dann wird es teilweise schon mal ein bisschen eng. Ja, die Presse ist auch mit Netzbindung ausgestattet, mit 15 Messern. Schneidwerk. Es ist nicht zu viel von den Messerzahlen, aber für mich ist es ausreichend. Profipresse hat wesentlich mehr Messer drin. Da kann man schon mal kürzer schneiden. Mit dem Schluckvermögen sind Profipressen auch ein bisschen höher. Man bringt da auch in der Stunde mehr Ballen zusammen. Also mit der Aussicht bin ich hier sehr zufrieden. Die Steuerung ist auch ganz einfach bei ihr. Command Plus, man kann eigentlich alles von der Kabine aus mit steuern. Die Ballendichte habe ich jetzt auf 90% eingestellt. Oder Netzbindung 3,0, kann man alles mit Plus Minus verstellen von der Kabine aus. Das zeigt links und rechts an, so wie man da immer auch fahren muss, bis sich der Ball füllt. Jetzt piepst der Ball, ist voll 100%. Zeigt die Bindung an, Messer fahren kurz raus. Sobald der Ballen ausgeschmissen ist, fahren die Messer wieder rein. Die zeige ich auch, wenn der Ballen voll ist. Und gleichzeitig die Messer rein und rausfahren. Während des Betriebs, weil da drauf fahren sie raus, fahren sie wieder weg, die Messer. Bindung kann man alles von der Kabine aus steuern. Eigentlich schon eine komfortable Steuerung. Meine ersten Walzenpresse, die ich hatte, hatte ich das noch nicht. Die war auch sehr kompliziert, muss man alles von außen einstellen. Ballendichte, Umdrehungen von den Netzen. Und das kann ich da einfach ganz, wenn ich jetzt auf Netz drauf gehe, dann kann ich da ganz einfach mit Plus und Minus dann gehen. Ja, das ist viel einfacher. Zeigt jetzt immer an, wie weit das der Ball gefüllt ist, wie viel Prozent. Ja, das ist auch die Netzbindung von der Presse, die funktioniert eigentlich einwandfrei. Das kann auch, wenn man schön fährt, links, rechts schön fährt, dann ist auch schöne kantige Ballen. Was mir ein bisschen fehlt, wenn man einen Stopfer hat in der Pickup. Vor dem Rotor, dass sich der nicht irgendwie beseitigen lässt mit Rückwärtslaufen von Rotor oder Absenken des Bodens. Da ist dann meistens Handarbeit, Maschine komplett abstellen und die Pickup wieder mit der Hand freiräumen. Das ist immer die Arbeit, die nicht ganz so schön ist. Da haben wir aber größere Pressen, haben das dann verbaut, dass ich selber den Stopfer von der Kabine auslösen können. Die halt leider noch nicht, das ist noch zu klein dazu. Ja, aber man kann ja auch nicht alles haben. Hat ja aber jetzt die letzte Fläche von den Auftraggebern. Schöne Talfläche, mal wieder was Ebenes. Das haben wir eigentlich selten, meistens haben wir nur steile Hänge, wo wir hinfahren dürfen. Schöne Ebene springen wir. Zwischendurch auch immer ein wenig entspannter, so eine Fläche zu haben. Trocknet jetzt aufpassen mit der Ballenablage. Ist ja gerade im Hang ziemlich schwierig mit den Rundballen. Das ist halt der Nachteil, weil Rundballen der rollt. Und man dachte, dabei muss man schon von der Fläche wieder wegfahren ins Ebene und den Ball abzulegen. Das ist nicht ganz einfach. So auf so einer Fläche, das ist mehr wie Spielerei mit der Ballenablage.
halt noch drin ist, gucke ich auch mit 2,5 Drehungen aus. Nur ganz drauf an meine Beschaffenheit vom Futter. Zu kürzer das Futter wird, zu mehr brauchen wir auch dann wieder von der Drehung und von den Lagen vom Netz, dass es auch den Ball schön zusammenhält. Das, also wir brauchen, glaube ich, mal wieder ein bisschen Niederschlag. So, jetzt Nachmittag. Ich bin in der Produktion fertig. Ich hoffe, der ältere Herr am Bulldog hat euch was Nettes erzählt. Und es war wieder interessant für euch. Jo, jetzt ist gerade der geschweißte Anhängebock vom Mähwerk zurückgekommen. Neu geschweißt, lackiert. Schaut aus. Schaut aus, als wäre nie was gewesen. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Ja, ich habe gerade nochmal meine neueste Wurstkreation verkostet und auch verkosten lassen. Das kommt jetzt recht gut an. Jetzt ist das zweite Mal im Rauch dran und dann lassen wir es ein wenig Luft trocknen. Und dann könnt ihr das Ganze im Webshop bestellen als Schoko-Pfefferbeißer. Jetzt ist natürlich die Annahme falsch, das ist wie Schokoriegel. Das ist eine ganz, ganz herbe, zartbittere Schokolade und auch nur eine leichte Nuance. Passend zur Paprika, passend zum Chili. Also wirklich bin ich sehr zufrieden mit. Bin gespannt, wie sie bei euch ankommt. Schön abschneiden halt. Bis nun, ne? Bis da. Bis nun. Wird viel Schmierung brauchen, bis das rein wird, ne? Ja, ja. Das hat jetzt kein Draht drin. Ja, wenn ich einen Trädler drin ist, scheiße. So, das ist der Anhängebock. Schaut wieder neu aus, oder? Tipptopp lackiert, super geschweißt, mit Platten noch zusätzlich verstärkt. Also wird es so gehören, oder? Jetzt heißt es sorgfältig zusammenbauen. Ich weiß nicht, ob er es schon gesagt hat, aber der Norbert hat schon ganz schön zu tun gehabt, bis das Ding herunten war, weil das war so fest zusammengebaut, das soll für die Ewigkeit halten. Also Kuhn scheint da echt Wert auf Qualität zu legen. Das passt. Das kriegst du so einfach, nicht einfach runter. Und jetzt das ganze Spiel rückwärts. Mindestens genauso gute Presspassung. Ja. Ein Fett. Das gute Lithium für seifte Fett. Ah ja, schön in die Finger einmal frei. Herrlich, das gibt ja geschmeidige Haut. Fast so wie Rinderteig. Rinderteig gibt auch geschmeidige Haut. Also ich kann heute mitreden. Also heute habe ich ganz, ganz zarte Händchen. Da wird sich die Frau auch freuen. Auf geht der Leuchter wieder. Ach Gott, haben wir das schön gemacht. Ha? Mir hat das schön und neu gemacht. Wenn es flutscht, dann flutscht. Machst du mal runter. Nicht wirklich. Na schau, überhaupt kein Problem. Was hast du denn so angestellt mit dem Auseinanderbauer? Ja, Madler, was kreist denn? Schön, ist schön. Na schön. Na schön ist der, ne, gell? Jetzt hätten wir das doch bloß noch lackieren sollen, wa? Das machen wir schon, wenn es fertig ist.
Dann fetten dann noch und dann zum Beispiel schauen, wie es ein Querspannstift, wo wir noch gelegt haben. So, nachdem wir das Mähwerk wieder zusammengebaut haben, holen wir jetzt mal den T6, um es wieder anzuhängen. Denn wenn alles klappt, können wir morgen gleich den ersten Heuschnitt auf einer Teilfläche machen. So, jetzt müssen wir da erst einmal die Presse abkuppeln. Mal schauen, ob das da so hält, wie ich mir das so vorstelle. Nee, tut nicht. Super. Ganz toll. Dankeschön. So, jetzt aber. Also, dann müssen wir jetzt einmal noch die Pickup runter klappen. So war's wieder mit. Das ist ein komisches Patent. Dann ist es schwierig. Weiß nicht. Im Original Kuhnrot. Jetzt sieht das Ding wirklich wieder aus wie ein neues. Passt. Tja, als wäre nichts gewesen. Ein nagelneues Mähwerk, ne? Und nachdem wir dann morgen ein bisschen Heu mähen kann, morgen früh der Jäger mit der Thermodrohne drüber, einmal kurz überfliegen und dann kann man da schon mal
da unten die Fläche fürs Heu schneiden. Alles gut. Dann machen wir hinter dem Sonntagsvideo wieder einen kleinen Haken. Ich denke, es war etwas kürzer, aber ich war halt auch sehr viel die Woche jetzt in der Vermarktung tätig. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch getaugt hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet am Mittwoch. Gesund und munter. Bis dahin. Macht's gut. Servus und Ade. Country boy, here to make some noise. I live a simple life by my own choice. I'm a self-made man.